Komm her, wir tanzen jetzt. Einmal so. Großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst Disney-Prinzessin, mein märchenhaftes Abenteuer. Bevor ich jetzt das Abenteuer weiterspiele, werde ich mich erst noch meinen Charakter anpassen. Und zwar werde ich da jetzt als erstes mal die Haare ändern. Leonie und Jasmin haben sich in den Kommentaren lange Haare gewünscht. Jetzt gibt es da ja zwei Frisuren. Zum einen gibt es die oder dann die mit dem Pony. Ich nehme jetzt mal die erste. Als Haarfarbe nehme ich das, was Play the Game vorgeschlagen hat. Er hat sich braune Haare gewünscht. Und ja, das ist eher so rötlich vielleicht. Ich nehme dann so ein dunkles Braun. Die Augen und den Rest lasse ich jetzt tatsächlich so. Jetzt werde ich noch das Kleid umändern. Da hatte ich eine Abstimmung im Video. Zack. Und da wurde hauptsächlich sich gewünscht, ein Kleid in Blau und Lila. Ich nehme jetzt hier trotzdem dieses Ballkleid und werde jetzt hier in Blau und Lila. Oh, na, ich möchte das doch sehen. So ist doch, eigentlich ist das ja hübsch, so, oder? So, in Blau und Lila. Oder man könnte das Ganze natürlich auch machen in Lila. Lila und Blau. Da gibt es dann ja verschiedene Blautöne. Weiß wurde sich auch gewünscht. Ich werde immer mal wieder Umfragen in die Videos einbauen. Da könnt ihr dann abstimmen. Ich nehme jetzt aber, glaube ich, Blau und Lila. Warte, ich mache das andersrum genau. Also Blau und Lila. Und dann bin ich fertig. Und dann kann die Prinzessin schon starten. Ich soll jetzt hier in ein neues Portal gehen. Packe ich zur Seite und ein neues Abenteuer starten. Ich gucke jetzt einfach mal, wo ich dahin muss. Gehe zu einem Portal und starte ein neues Abenteuer. Die Feenschülerin wusste, dass hinter jedem Portal ein anderes Königreich lag. Glücklicherweise waren sie versperrt und konnten nur mit Zauberkristallen geöffnet werden. So, ich weiß, dass diese Kobolde hier irgendwo sind. Oh, das sind aber viele. Oh. Aber solange sie die Kristalle nicht mitnehmen... Oh nein. Oh nein. Oh, aber ich muss das reparieren. Was sagt meine Lehrerin immer zu mir? Wenn ich meinem Herzen folge, ist alles möglich. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich krieg das hin. Ich muss. Nun hing alles von der Feenschülerin ab. Die Kobolde hatten die anderen Königreiche betreten und es war kaum auszudenken, welchen Schabernack sie dort anrichten würden. Nur die kleinste Änderung kann bedeuten, dass es zu einem "Sie lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende" niemals kommt. Das geht natürlich gar nicht. Oh. Ich werde jetzt hier erstmal die Sachen einsammeln. Und jetzt kann ich dann die unterschiedlichen Königreiche betreten, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich schön. Also zur Auswahl stehen Belle von Die Schöne und das Biest. Dann gibt es hier Rapunzel. Natürlich Ariel. Und dann ist hier noch Cinderella. Jetzt kann ich eins von denen mir aussuchen. Aber ich glaube, das lasse ich jetzt einfach euch aussuchen. Welches Königreich soll ich denn als erstes betreten? Einfach bei der Abstimmung mitmachen, die hier im Video auftaucht, oder auch unten in die Kommentare schreiben, das ist egal. Und dann werde ich da als nächstes reingehen. Und dann glaube ich, gehe ich jetzt erstmal noch die Edelsteine hier einsammeln und gehe nochmal raus und sammle da auch die Edelsteine ein, die da sind, und kauf mir vielleicht noch das ein oder andere, kümmere mich um ein paar Blümchen in dieser Folge, weil ich habe ja jetzt schon ein bisschen Edelsteine, habe ich ja schon, oder? Da kann man ja schon ein bisschen was mit anfangen, denke ich. Ich gehe jetzt mal hier hin und gucke erstmal, will die Blume irgendwas? Ich kann jetzt hier Leertaste drücken, aber... Oh nein, entfernen möchte ich die ja nicht, nein.
gut, aber neue Pflanzen könnte ich ja eigentlich, oder? Warte mal. Ach, guck mal, die möchte ich hier so Goldstaub. Das mache ich mal. Goldstaub. Und dann... Nein, ich will die ja nicht entfernen. Habe ich das irgendwie falsch gemacht? Ich muss da hingehen. Warte mal. Ah ja, jetzt habe ich den in der Hand. Jetzt sehe ich das. Geh zu einem Portal und starte ein neues Abenteuer. Ja, ich starte dann ein neues Abenteuer. Aber jetzt mache ich erstmal hier... Oh, wie schön. Guck. Jetzt kann ich das wieder zurückbringen. Und ich glaube, ich kaufe mir dann jetzt als erstes mal noch Sachen für mein Zimmer. Ich habe da nämlich kaum was gehabt. Das war tatsächlich ein bisschen wenig, oder? Zimmer. Dann kann ich das Zimmer heute einrichten. Das finde ich gut, das mache ich. Eine Couch. Oder eine Bank. Möchtest du das Objekt kaufen? Ja, das ist eine Blume, glaube ich, oder? Und mir hat der Fußboden nicht gefallen. Ich guck mal, ob ich hier was Schönes finde. Ach, das könnte ein Holzfußboden sein. Den kann ich mir noch nicht leisten. Der ist noch sehr teuer. Was ist das hier? Na, das ist ja interessant. Ich kaufe mir noch eine Couch. So vielleicht, ne? So, dann kann ich das gleich in mein Zimmer noch machen. Und in dem Garten kann ich hier noch unterschiedliche Blumen einpflanzen. Dann nehme ich mal davon was. Ja. Und die rosane. Ja. Dann gehe ich noch zurück und gucke, ob noch was reicht vom Kleiderschrank. Weil ich habe jetzt natürlich nur noch 10. Ach ja, guck mal. Für 10 bekomme ich neue Frisuren auch. Zum Beispiel. Oder hier, das ist eine Kette oder ist das ein Armband? Oh, eine Tiara, aber die kostet dann 15. Das kann ich mir leider nicht leisten. Aber eine Schleife fürs Haar ist das bestimmt. Dann nehme ich das noch. Guck mal, dann bin ich schon pleite. Dann kann ich zurückgehen. Und jetzt gucke ich mal, wo ist denn die Blume hingekommen? Kann ich die jetzt hier irgendwo pflanzen? Irgendwo muss ich die ja pflanzen können, oder? Vielleicht hier? Warte, wenn ich so... Ah ja, und dann kann ich hier die Blume auswählen. Davon habe ich eine. Da setze ich jetzt die Rose hin. Ach, guck, wie schön. Und dann setze ich hier auch ein Blümchen hin. Da habe ich dann noch so eine. So, dann habe ich mich ein bisschen um den Garten gekümmert. Das ist doch gut. Und dann schaue ich mal. Warte, hier ist noch ein Steinchen. Den möchte ich natürlich haben. Und dann schaue ich jetzt mal, wie die Haarschleife aussieht. Warte. Du betrachtest, stelle deinen Kleiderschrank, Look zusammen. Accessoires. Ach so, oder ist das so eine Schleife? Nein, sowas. Ach so, guck mal. Und dann könnte ich die natürlich... Nein, ich will hier... Kann ich hier nicht die Farbe aussuchen? Ach, das ist ja doof. Na, wenn ich das gewusst hätte, oder? Hier kann ich halt noch wenigstens... das anpassen, aber so. Naja, macht nichts. Ich habe gedacht, man kann die vielleicht umändern. Aber ist nicht so schlimm, oder? So, vielleicht habe ich ja irgendwann mal passende Sachen, um dass das reinpasst, ne? Ach, guck, die Blümchen wollen natürlich auch versorgt werden. Ach je, ja komm, das mache ich jetzt. So, einmal Feenstaub. Oh, wie hübsch. Kann ich hier auch Feenstaub? Oh nee, die will gar keinen Feenstaub, glaube ich. So. Oh, ich bin drauf gelaufen. Macht es bloß nie zu Hause in eurem Garten. Die Blumen halten das nicht aus. Jetzt gehe ich hoch in mein Zimmer und gucke mir die Möbel an, die ich gekauft habe. Dann kann ich da mein Zimmer nämlich noch ein bisschen hübsch einrichten. Guck mal, und hier nehme ich die Steine natürlich auch mit. Kannst du hier deinen Tanz üben? Oh, ich kann hier einen Tanz üben. Ja, um das will tanzen, ich. Drücke die Pfeiltaste, die der Richtung des Pfeils auf dem Bildschirm entspricht. Alles klar, das kriege ich hin. Komm her, wir tanzen jetzt. Einmal so. Oh, wie schön das aussieht, gell? Und jetzt andere Seite noch. Ja, das gefällt mir ja. Das ist ja echt nett.
Die Musik ist auch schön. Schau, jetzt wird's etwas schwieriger. Aber das macht nichts, das krieg ich schon hin. So und so. Und jetzt kommt wieder oben. Und hoch. Und hoch. Und ah. Ja. Das ist ja niedlich. Guck mal. Also das gefällt mir. Sowas finde ich immer ganz nett, oder? Also es gab damals auch, ich habe ein Spiel gehabt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das für einen Computer hatte oder ob das für die PlayStation war oder so. Von Germany's Next Topmodel. Da musste man mit so eine Pfeilsachen den Laufsteg halt machen. Das fand ich auch ganz nett damals. Ich hatte auch so Deutschland sucht den Superstar, gab es auch mal ein Spiel. Die Spiele sind halt alle schon uralt, ne? Also, das darf man halt nicht vergessen. Aber da habe ich auch immer Spaß dran gehabt. So, das fand ich immer ganz nett. Zu Ende. Schön. Das ist ja schön. So, hier kann ich also tanzen üben. Siehst du? Habe ich das doch auch noch gelernt. Das wusste ich gar nicht. Das haben die letztes Mal gar nicht erklärt. So, und jetzt gibt's hier eine Couch. Wo stelle ich die denn hin? Hier an die Wand, oder? Ach, guck mal, die ist ja schön, ne? Und eine Pflanze. Vielleicht hier so neben der Couch. Und ansonsten konnte ich mir leider nichts leisten. Macht nichts, aber das gucke ich mir jetzt an. Schau, jetzt ist hier schon eine schöne Couch. Und da kann ich mich da hinsetzen. Ja, wie cool, guck. Kann ich mich auf die Couch hocken. Das ist ja schön. Das finde ich gut. Das ist eine schöne Pflanze. Und den Stein nehme ich natürlich auch mit. Und für diese Folge soll es das dann auch schon gewesen sein. Nicht vergessen abzustimmen, welches Portal ich in der nächsten Folge nächste Woche dann betreten soll. Wenn du die Folge nicht verpassen möchtest, dann kannst du mich einfach ganz kostenlos abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein himmlisches Däumchen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Damakash.